Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, heute hat sie wieder eingerissen. Ja, die Dings da, ne? Ihr wisst schon, wen ich meine. Die da von der Star Wars Waffengattung, da diese Laser, nee, Faeser heiße. Was die jetzt wieder geritten hat, direkt nach dem Intro, ne? Ja, auch von mir ein fröhliches Hallo, liebe Leute. Ah ja, die Frau, die wird immer besser, immer besser. Wie ihr mitgekriegt habt, da in Sonneberg hat ja die AFD mal gewonnen, ne? Und diese Tusse da hat jetzt nichts anderes zu tun, wie davor zu warnen, mit der AFD zusammenzuarbeiten. Richtig. Mit denen darf sie ja nicht, ne? Die sind ja so böse, die von der AfD, ne? Und ja, was hat sie jetzt gemacht, die liebe Tante? Faeser heißt sie, bevor du wieder Laser sagst. Faeser, ja. Man darf nicht mit denen zusammenarbeiten, weil die sind schlecht für die deutsche Wirtschaft. Deutsche Wirtschaft, das ist gut. Was hat denn die AfD bitte schön damit zu tun? Wann und wie die Leute in die Kneipe gehen? Finde ich gut. Nicht die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft, ne? Deutschland, Industriestandort, Deutschland. Ja, es kommen keine Fachkräfte mehr nach Deutschland, weil die AfD hat jetzt mal ein paar Stimmen mehr bekommen wie die anderen. Und deswegen bleiben direkt die Fachkräfte aus. Blödsinn, sag ich nur. Blödsinn. Ja, warum kommen die Fachkräfte denn nicht? Habe ich eigentlich auch keine Antwort drauf, oder? Liegt das vielleicht an den zu hohen Steuern, ja? Ja, die müssen ja hier richtig viel Steuern zahlen, die Fachkräfte, ne? Oder liegt das vielleicht an den Wohnungsmangel, den es hier in Deutschland mittlerweile gibt? Ja, wo könnte das denn noch dran liegen? Aber mit Sicherheit nicht an den schlecht besuchten Kneipen. Du bist ja schon wieder bei den Kneipen, anstatt bei der Wirtschaft. Ja, Leute, wie soll ich euch erzählen, ne? Einfach nur lächerlich. So ein Landrat, was bewirkt er denn in Deutschland? Nicht sonderlich viel, aber schon geht der Kackstift, ne? Hat mal einer von den bösen Rechten gewonnen. Ganz ehrlich, wenn ich in der AfD wäre, wenn ich da drin wäre und mich würde irgendeiner als rechtsextrem bezeichnen, den würde ich anzeigen. Verleugnung, Beleidigung oder wie sonst irgendwas. Ach, da kommst du doch gar nicht mit durch. Die Richter sind doch in Deutschland mittlerweile auch alle gekauft. Hat doch kaum noch einer richtig Eier in der Hose. So, ja, was machen wir denn jetzt? Wenn uns die Fachkräfte ausbleiben wegen der AfD. Ja, machen wir doch einfach mal ein Fässchen auf, ne? Ja, einfach mal ein Fässchen aufmachen und selber dafür sorgen, dass wir Fachkräfte ausbilden. Tun wir doch eigentlich. Man hört ja immer noch Lehrstellenmangel, ne? Ja, aber nur im Handwerk. Brauchen wir da keine Fachkräfte? Kein Maurer, kein Zimmermann. Ja, und warum wartest du dann so lang, bis du mal einen Handwerker kriegst? Wir haben so viel Arbeit und so wenig Leute. Du kriegst einfach keinen. Du wachst dir einen Wolf. Also, ich machte mir zum Beispiel einen Wolf. Ich habe ja auch nur einen kleinen Auftrag. Ich müsste einfach nur Dach neu gedeckt haben. Waren schon drei Firmen da, habe ich dann angeguckt. Ein Angebot habe ich von keiner bekommen. Ist denn zu meckrig, mal eben Dach neu zu decken? Ja, so weit sind wir, ne? Das ist denn nicht zu mickrig. Die haben einfach keine Fachkräfte, die das können, ne? Gut, jetzt bleiben die Ausländer weg. Wegen der AfD. bleiben die vielleicht weg wegen dem Herrn Habeck und dem Herrn Lauterbach und dem Herrn Scholz und... Ja, Frau Faeser, vielleicht bleiben die auch weg wegen ihrer Person. Denk mal drüber nach, Tante, ne? Was du hier so erzählst in Deutschland, da will doch keiner aus Afrika, aus Afghanistan, aus Syrien noch hier hinkommen, um zu arbeiten. Nee, die wollen alle eigentlich nur hinkommen, um die Hand aufzuhalten. Lass die deutschen Sklaven mal für uns arbeiten. So sieht das ja nun aus. Die wandern einfach hier in das schöne deutsche Sozialsystem rein, brauchen nichts tun. Ach, wir dürfen ja noch nicht mal was tun.
Monat viel anstellt, darf sie noch nicht arbeiten. Willst du denn Ecke? Wo kommen wir denn da hin? Ja, das wäre ja auch ganz schlecht, wenn die arbeiten dürfen. Die würden den Deutschen ja dann noch die Arbeit wegnehmen. Mhm. Stell dir mal vor, so ein Afghane oder so ein Syrer, die kommen hier hin zum Arbeiten und du kriegst keinen Job, ne? Weil der von da drüben, der macht jetzt einfach 2 Euro billiger. Der will gar nicht so viel Geld wie die Deutschen. Ja, deswegen haben wir auch so viele Osteuropäer. Guck dich doch mal auf die Baustellen um, ob du noch einen triffst, der Deutsch kann. Muss ja schon mindestens Russisch, Polnisch, Ungarisch, Ukrainisch oder was auch immer schnattern, damit du auf der Baustelle, wenn du da anliefern musst, fragen kannst, wo soll ich hin? Das ist heutzutage, aber wir brauchen noch mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Hundertprozentig. Ja, und die Leute fehlen dann im eigenen Land. Weil so Afrika und allgemein die Welt, die Inder auch, die haben ja selber nicht genug Fachkräfte. Und die werben wir jetzt schön ab, damit die anderen Länder noch kleiner werden, damit wir die noch leichter klein halten können. Aber die Leute wollen gar nicht zu uns, weil die Deutschen wählen die AFD. Also, in diesem Sinne, sauber bleiben.